Und zwar heute bringe ich mal hier diese schöne ägyptische Goldtaros mit. Konzentriere dich auf deine Zwillingsflamme. Was sollst du auch wirklich wissen? Also wie du siehst, fliegen schon die Karten. Also wie du siehst, ich habe jetzt des Öfteren ja mit den Tarot gelegt. Ich finde die Tarotkarten also wundervoll. Und ja, das bringt uns auch wirklich von den Bildern her auch einen neuen Wind hier in diese Legung hinein. Und heute haben wir auch wirklich einen Portaltag und dieser Portaltag wird ja auch einiges hier mitbringen. Schau mal, bringt ihr auf jeden Fall, bringt ihr hier die 11, steht für die Stärke, aber auch für die Gerechtigkeit. Also es kommt etwas ins Gleichgewicht. Also du kommst hier schon in deine Stärke. Das finde ich schon gut, denn ohne Stärke ist das gar nicht so gut, wenn wir geschwächt sind. Deswegen auch empfehle ich dir auch jetzt an dem Portaltag, dass du dich auch wirklich gut erdest und in deine Stärke kommst. Denn es geht darum, dass ein Wandel in deinem Leben auch stattfindet. Das spürst du auch mit deiner Zwillingsflamme. Und es geht darum, dass du bereit bist für diese Heilung, für diese Veränderung. Und du kannst dadurch etwas Neues auch erschaffen. Und diese Veränderungen kommen mit Freude. Und also es kommt auch zu Erkenntnissen. Und also, dass du einfach mutig bist. Ja? Und du kannst Altes und Vergangenes auch loslassen, auch in Bezug auf deine Zwillingsflamme. Ja? Dann wird er als König der Kelche auf dich zukommen. Das ist jetzt so eine Art wie, wirklich wie, sage ich jetzt mal, wie eine Belohnung für dich. Weil der bringt ja hier sein Kelch mit für dich. Und wenn du in deine Stärke bist, ist das doch wunderbar. Aber wichtig ist, dass du auch wirklich dahinter schaust und nicht, dass das irgendwelche Illusionen sind oder viele kleine Dinge, die du nicht haben willst, sondern dass dein Zwillingsflamme dir wirklich auch diesen Kelch auch mitbringt, dass er wirklich 100% zu dir steht und dass er das auch unter Beweis stellt. Also mit 3 Münzen, das ist immer so eine Selbstmeisterung. Also wenn er dich belohnt, dann soll das wirklich vom Herzen kommen. Dann soll das auch wirklich, ja, alles so zeigen, das, was du auch wirklich brauchst in deinem Leben. Und es geht auch darum, dass er auch vielleicht, ja, diese Komfortzone, die er bis jetzt in seinem Leben hatte, komplett verlässt und auf dich zukommt. Also, dass er wirklich auf dich zukommt und, ja, also, dass er dir quasi dann den Kelch reicht, ja, den du haben möchtest. Also das finde ich also großartig, ne? Also komm schon aus der Komfortzone, das ist so eine Art Belohnung. Also wir haben die letzten Tage schon gesehen, also es verändert sich hier schon sehr viel und da kommt das Geben und Nehmen kommt auch in Gleichgewicht, ja. Und guck mal, der kommt in sein Füllebewusstsein. Also nur der kann dir geben, nur der kann dir geben, der auch innerlich diese Füllebewusstsein hat. Wenn jemand in Mangel ist, kann der dir auch nichts geben. Und darum geht es dann. Also es geht darum, dass er hier diesen Schmerz vielleicht auch überwunden hat. Vielleicht war doch der letzte Portaltag auch hilfreich dagegen. Und er hat sich diese Wunden nochmal geheilt oder hatte diese Wunden angeschaut. Schau mal. Oh, ja. Also es kommen die 10 Kelche, das ist so unglaublich. Also der kommt richtig, richtig gefühlvoll auf dich zu. Und da kommt der Schicksalsrat. Also selbst das Schicksal hat das hier angeleiert und die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit heißt ja von den Engelenergie, wie du siehst, es entwickelt sich alles. Also sehr, 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 sehr schön und es kommt alles in Gerechtigkeit. Also ich bin begeistert. Ich bin begeistert und das kommt ganz, also der Gehängte ist so eine Energie, wo er das schon erkannt hat, aber er noch nicht gehandelt hat vielleicht. Er war noch bis jetzt in so einer Situation, wo er nicht aus dieser Situation raus konnte.
aber vielleicht auch deswegen, weil er ihm auch der Mut gefehlt hat. Der Mut gefehlt hat, er hat sich ausgeruht, also mit dem vier Schwerter, vielleicht war das so, ja, kraftlos gewesen. Und es kommt der König des Schwertes, symbolisiert, König des Schwertes symbolisiert, dass hier, also wie gesagt, auch weitergeht hier zwischen euch. Und ja, dass er sich das klären wird, vielleicht hat er sich deswegen auch zurückgezogen. Also ich sehe hier schon den Rückzug und er hatte auch richtig, richtig Kummer hier. Er hatte hier richtig Kummer mit den 10 Schwertern, also das heißt, sein Leben hat sich also ziemlich, ja, schwer angefühlt. Er hat auch das Gefühl gehabt, du bist ihm irgendwie im Rücken gefallen, deine Zwillingsflamme. Aber schau mal hier, auf langfristig gesehen, kommt hier der Siegeskranz. Der Siegeskranz symbolisiert für mich, du bist die Nummer 1, symbolisiert für mich auch die Belohnung, ja, dass er für dich hat. Also er bringt dir eine Belohnung mit. Und heute, statt draus zu mischen, werde ich die Karten mal einfach ziehen. Was haltet ihr davon? Ich ziehe jetzt einfach hier eine Karte. So. So, guck mal, Körperbewusstsein. Also das heißt, ich liebe, achte und wertschätze meinen Körper für seine treue Dienste. Also wie du siehst, ist eine, ja, gute Entwicklung bei ihm. Und ja, vielleicht hat er auch was Sport gemacht oder sich mehr um sich selbst gekümmert. Und hier ziehen wir auch noch eine Karte von den aufgestiegenen Meisterkarten. Welche Meister begleitet ihn? Oh, was sage ich denn? Also er hat richtig ein Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben für sich gefunden. Das finde ich großartig. Und wir ziehen noch eine Karte. Was hat denn seine Seele oder was soll seine Seele dann heute auch lernen? Du kannst gerne natürlich bei dem Energiekreis dabei sein. Ja, heute Abend du und deine Zwillingsflamme mit Reiki Großgrad und Lichtgrad. Am 10. ist ja der Portaltag. Und schau mal, da kommt ihr beide in Gleichgewicht. Also auch er kommt in Gleichgewicht, ohne zu urteilen. Erschaffe ich mir eine Welt, die von vollkommener Harmonie geprägt ist. Ja, ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden. Wenn das der Fall war, freue ich mich sehr. Ich sage danke und bis bald.